der von mir genannte Bauarbeiterhut. Rot-weiß gestreift sieht man oft auf Baustellen. Deshalb sage ich Bauarbeiterhut dazu. Ist im Gegensatz zu diesem schwerer. Dementsprechend benutze ich auch diesen, um die Pop-up-Tore zu befestigen bzw. zu beschweren. Er hat nicht die Löcher wie der gelbe, wie das gelbe Markierungshütchen. Auf ihm bleiben auch nicht so gut die Stangen liegen. Gut, der Beweis ist fehlgeschlagen, also auch hier kann man Stangen liegen lassen, aber hier rollen sie leichter herunter. Was wiederum geht, den Ball darauf legen, ist wunderbar. Und diese Hütchen sind elastischer als diese Hütchen und somit sind sie auch zum Abschießen besser geeignet. Ja, sie bleiben länger stehen. Also wenn ich kegeln will mit meinen Kindern, müssen die Kinder den Kegel schon richtig gut treffen, damit er umfällt. Ja, aber auch mit ihnen kann man kegeln und die gehen nicht so schnell kaputt. Im Gegensatz zu denen, wenn jemand etwas fester schießt, es gibt auch noch andere gelbe ohne diese Löcher, die gehen dann schneller kaputt. Deshalb würde ich zum Kegeln eher die roten nehmen. Klar, bei den Bambinis sollte es schneller fallen, kann man auch so einnehmen. Aber mit zunehmendem Alter sind hierfür die Bauarbeiter vorgesehen. Ansonsten, sie sind relativ gleich groß, gleich breit, haben also so keinen großen Unterschied mehr. Wie gesagt, leichter, schwerer, je nachdem wie viel ich auf den Trainingsplatz tragen will, nehme ich die oder die. Wenn ich was beschweren will, sind es die Bauarbeiterhütchen.